Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Diskussion. Ja, mein Mikro ist unten auf meinem Kanal, so genau. Heute mit unseren Lieblingsschwertkämpfern in Animes. Ja, da hört ihr recht. Wieder dabei ist der Marco, der Suzu und Kevin, denn ich habe keine anderen Freunde außer die. Kein Spaß. Hallo. Zu keinen anderen Otaku-Freunde, dann ist es nicht Ja, ganz so genau. armselig. Ja, genau so. Ja, weiter. Ja, wer macht Also, den Anfang? ja, du, auf meiner Liste stehst du und danach ich. Gut, Gerne, dann muss Suzu. ich gleich dazu sagen, wir hatten die Regel, nur ein Charakter pro Franchise. Deswegen ich auf ein paar Notfallcharaktere zurückgreifen musste. Und ich eröffne gleich mal mit meinem ersten Notfallcharakter, und zwar Xenovia aus Highschool-DxD. Also, möchte ich jetzt erstmal kurz vornherein ein paar Sachen anmerken. Highschool-DxD ist edgy von vorne bis hinten, das ist mir klar, deswegen schaue ich den nicht. Mir geht es tatsächlich nur um die Handlung und den Humor. Und ich meine tatsächlich den Humor und nicht den Humor in Anführungszeichen. Ebenfalls auch nicht den Plot in Anführungszeichen gesetzt. Ist dieser Charakter, nachdem sie auf die Seite von Rias gewechselt hat, einfach nur durch von vorne bis hinten, weil die einfach kolossal von ihrer Situation überfordert ist. So, ey, ich weiß dir. Ich sag nur Kondome. Am besten. Ja, am Weil die besten einfach ist immer, null wenn die Ahnung hat, wie beten damit jetzt klarkommen möchte. soll. Ja, das ist ja so wie. Ja, ich glaube, es ist wirklich schwer für ihn, einen ehemaligen Geistigen plötzlich ein Dämon zu sein. Okay, es Nachdem er weiß. erfahren hat, dass Gott tot ist. Ja. Wie auch immer Gott Das sterben ist. kann. Alleine die Tatsache, ja, Gott ist tot. Ja, ich glaube, diese Diskussion wird etwas kürzer werden, weil wir zu den Charakteren nicht so viel sagen können. Ja, du Nächster. nicht. So, ich bin dran. Ich könnte jetzt natürlich mal besten Charakter als erstes nennen, mache ich aber nicht. Und zwar gehe ich mal hier direkt zu meinem letzten Charakter, den ich hier eigentlich aufgeschrieben habe. Und zwar Raph aus Fullmetal Alchemist, Schrägstrich Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich habe nur Brotherhood geschaut, Fullmetal Alchemist nicht. Also weiß nicht, ob der drin vorkommt oder nicht. Wahrscheinlich ja. Also erstmal ist er ein Homunkuli. Und man lässt einfach mal Ein Homunkuli? ein Homunculus, pardon. Danke. Man lässt ein Homunkulus, lass mich mit Türke, ich darf das. Ein Homunculus, man lässt ein Homunculus an die Macht sozusagen des Landes. Da wundert man sich, dass er irgendwie böse Absichten hat. Jetzt mal ehrlich, er ist richtig stolz darauf, dass er ein Homunculus ist, was an sich ja nichts Schlimmes wäre, wenn er nicht so ein Denken hätte, dass alle normalen Menschen minderwertig seien und die getötet werden müssen. Obwohl man auch am Ende so in Richtung Ende sieht, dass er auch noch ein Herz hatte, also ein gutes am Ende, obwohl er massig Leute getötet hat. Er ist ein richtig krasser Schwertkämpfer. Der hat das allsehende Auge, er kann die Bewegung der Gegner voraussehen, hat so, glaube ich, auch so einen Rundumblick gehabt. Ja, ist jetzt ein bisschen lange her, dass ich den zuletzt geschaut habe. Und ja, und er ist richtig badass. Der kann sich nicht regenerieren. Glaube ich nicht, nee, er konnte sich nicht regenerieren, das war auch das Problem. Jedoch war er obwohl er sich nicht regenerieren konnte, einer der gefährlichsten Homunculus, also Homunculi. Ja. Wer was dazu beitragen will, solle jetzt sprechen oder für ewig schweigen. Wir haben nichts anzumerken. Ich hätte Und nichts so ist mehr. dran. Ja. Ja, komm. Dann mein erster Charakter würde ich dann mal Richter Meliodas nehmen. Ja, Der wieder. wer The Deadly Seven Sins nicht kennt und es sich anschauen möchte. Achtung, Spoiler! La 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 la. Erzähl. Ja, Meliodas hat zu Beginn noch nicht sein richtiges Schwert, sondern halt nur das Bruchstück, und am Ende des Animes glaube ich, hat auch noch nicht sein richtiges Schwert, sondern erst im Manga, aber das ist egal. Und trotzdem legt er damit halt scheiße, wie heißt diese komischen, die anderen Ritter halt. Heiligen Ritter. Ja genau, Heilige Ritter, danke. Ohne Probleme. Obwohl er noch nicht mal sein ganzes Schwert hat und damit halt nicht seine vollständige Kraft. Also deswegen würde ich Meliodas Und er da als klatscht halt eben. trotzdem. Ja. Und alleine die Tatsache, was er im Weißen Wald gemacht hat mit Elisabeth. Oh Gott. Das war, hey, wo dann festgestellt, welches die echte war. Ja, das war Ich. also dreist, also ja, egal. Ich
ich mag diesen Charakter auf jeden Fall, der ist mega dreist, verdammt pervers und unglaublich stark. Oder man muss dazu sagen, er ist einer der wenigen Schurzenjäger-Animes, der nicht permanent von seinem Hauptziel vermöbelt wird. Ja. Bestes Beispiel ebenfalls im Weißen Wald. Elisabeth meint, Elisabeth schreit auf. Was passiert? Mich hat irgendwas am Hintern berührt. War nur ich. Ach so, da ist er. Oh yeah. Weiß ja nicht, Marco, was? Bann kennst du, oder? Wen? Bann. Ich hab's nicht mit Namen. Wer war das? Der im Gefängnis gefangen wurde. Der Typ, der bei dieser heiligen Ritteranwärterin, der in Schwerthieben nicht nur ausgewichen ist, sondern so perfekt Platz produziert hat, dass sie ihm perfekt den Bart gestutzt hat? Nee. Oder? Ich bin mir da nicht sicher, egal. Wenn du den meinst, der im Gefängnis angepfählt war und nur deswegen nicht geflohen ist, weil er keinen Bock dazu hatte, dann war das der doch. Ja, genau. Und vor der aus dem Gefängnis ausbricht, einfach mal mit Viol haben Melodias Armdrücken aus Spaß macht und die damit die Barriere zerstört. Von Armdrücken? Das ist so genial. Also auf jeden Fall, wenn man den sehen würde, so denkt man so, ach, ist ja nur ein kleiner Junge oder eventuell ein Teenager und dann, ja. Was heißt hier ein kleiner Junge? Der Typ macht Ash Ketchum alle Ehre, wenn er seit 3000 Jahren so jung ist. Ich glaube, er und Ash Ketchum ist der Beweis, dass Anti-Age-Pflege funktioniert. Jo. Genau. Spannende Frage. Wenn man 9 ist und man nutzt Anti-Age-Pflege, die 10 Jahre jünger macht, ist man dann tot? Dödel. Was? Das ist eine berechtigte Frage. Das Produkt ist für Frauen ab plus 40 ausgelegt. Achso, okay, dann warten wir mal weiter. Wer glaub ich besser? Was? Es gibt keine dummen Fragen. Ja. Ja, wie auch immer. Mein erster Charakter ist Jiro, aka Silver Blade aus der Serie Black Blood Brothers. Kenn ich nicht. Bitte? Kenn ich nicht. Erzähl weiter. Ja, es geht halt um Vampire und Silverblade ist einer der stärksten, wenn nicht gar der stärkste Schwertkämpfer in der Serie. Und der ist einfach unglaublich, wie soll man das beschreiben, eigenwillig. Zum Beispiel gleich am Anfang der Serie ist sein kleiner Bruder mit ihm auf dem Schiff und weil er nicht hört, bringt er alle Leute um. Und sein Bruder klatscht dann gegen die Wand und zerstört dabei das halbe Schiff. Allein wegen seinem Humor und wegen seinen Kampfkünsten finde ich ihn einfach genial. Es ist allerdings auch bei mir ein Notfallcharakter, deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu sagen und wäre ich auch schon am Ende. So, dann sagen wir mal, Marco, get your game on oder so jetzt mal. Gut, Zeit für meinen zweiten Notfallcharakter, der jetzt in einer anderen Form ein Notfallcharakter ist. Soll jetzt heißen, dass ich jetzt nicht unbedingt finde, dass er nicht in dieses Ranking gehört. Im Gegenteil, er gehört absolut hier rein. Das Problem ist jetzt nur, dass ich den Anime, aus dem er kommt, bis in seine Grundfeste verabscheue. Aber da er ja im Manga und Anime im Endeffekt halt doch dieselbe Person ist, auch wenn es hier um Anime und nicht um Mangas geht, habe ich mich schließlich für Toro aus Sargprinzessin entschieden. An alle, guckt den Anime bloß nicht. Kauft den Manga und zwar sofort, wenn ihr dieses Video seht, rennt in den nächsten Manga-Laden oder bestellt ihn im Internet. Auch wenn ihr ihn nicht seht. Also besten im Manga-Laden rennen und nicht im Internet bestellen. Zumindest falls ihr vorhabt, den Anime zu schauen, weil der ist... Was nett? Das kannst du kaum nett sagen, der ist einfach total scheiße. Ich meine, abgesehen davon, dass er... Von seiner Schwester sehen wir mal völlig ab, aber die hat einen Hammer und keinen Schwert, deswegen darf ich die nicht nehmen. Wieso ist ein Rabenschnabel, ist es eigentlich und kein Hammer, aber wurscht. Ich darf die jedenfalls nicht nehmen, deswegen nehme ich Toru. Erstens muss ich mal die Eisenblut-Transformation dafür, dass sie eine doch nicht allzu abartige und für diese Verhältnisse doch, finde ich, extrem coole Anime-Fähigkeit ist. Ist der einfach vom Charakter so genial gelungen und zwar erstmal, allein feiere ich ihn für seinen Spruch, als dieser eine Typ da, der Gillette oder wie der heißt, ihm Ewigkeiten Vorträge hält. Ja, ich weiß, das ist ein Rasierer trotzdem. Monsieur Gillette. Irgendwie voll ironisch. Ihm erstmal Ewigkeiten Vorträge hält, dass sein Verhalten völlig falsch, dass es zu einem Krieg kommen würde und da halt wirklich Ewigkeit mit ihm redet und sein einziger Kommentar, Krieg? Na endlich. Oh. Oh, solche Charaktere mag ich einfach.
So. Habt ihr noch was abschließend dazu zu sagen, zu dem tiefgründigsten Anime-Charakter, den ich bis jetzt je gehört habe? Ich könnte jetzt eine halbe Stunde lang den Anime von Sargprinzessin niederhaten, aber das. Lassen wir mal. Das ist ein anderes Ja. Video. Da bin ich, glaube ich, wieder dran. Und Jo. ja, wie gesagt, mein Bestes kommt zum Schluss. Deswegen kommt der Zweitbeste jetzt hier aus dem Ranking. Und zwar, mein Ranking macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme mal hier unseren lieben Mihawk-Falken. Okay. Das einzig, was ich finde erstmal mega cool, ja, denn allein schon sein Schwert und seine Augen, ja. Vor allem sein. Man hat nicht mal ansatzweise gesehen, was er auf Marineford drauf hatte, und der hat trotzdem schon fast alle, sozusagen, fast alle getötet, jetzt mal ehrlich. Ein Schwerthieb und er hat einen ganzen Eisberg zerstört. Ja, er hat Zorro trainiert, er hat auch Zorro fast getötet. Was ja irgendwie klar ist, wenn er herausgefordert wird. Sein Schwert an sich ist ja das Black Sword, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Japanischen heißt. Das ist ja das beste Schwert in One Piece, eins der besten. Eins der, Eins, nicht das, aber eins der. das Beste aber gehört zu der obersten Schwertklasse. ja, und halt. Ich frage mich bis heute, wie er das mit einem Arm schwingen kann, aber das ist eine andere Frage, die ich hier jetzt nicht beantworten kann. Und ja, mehr fällt mir einfach dazu nicht ein. Der ist einfach bad, der ist der Junge. Man kann einfach nicht mehr zu ihm sagen, weil man noch nicht alles gesehen hat, was er drauf hat. Der ist halt einer der sieben Samurai und das zu Recht. Obwohl, der Amt des sieben Samurai ist gar nichts mehr wert, wenn einer wie Buggy da reinkommt. Ja, stimmt doch einfach. Ich sag mal etwas, das jetzt kein Mensch in dem Video verstehen wird, und zwar wirklich keiner, das garantiere ich. Und zwar warte mal auf den dritten Crops of Devil Band, dann wirst du merken, dass dass allein sein Potenzial gar nicht mal so useless ist. Was für ein Band? Auf jeden Fall. Siehst du dann. Ja, Buggy ist an sich richtig cool und er könnte stark sein. Ja, ist er halt aber nicht. Könnte. Buggy ist einfach das richtige Pendant zu Ruffy. Ruffy ist immun gegen Kugeln und Buggy. Immun gegen Klingen. Ja. Ich glaube, das ist auch absichtlich so Ja. gemacht. Ja. Ja, egal. Gehen wir weiter, bevor jetzt von Mihawk auf Buggy kommt. Ja, dann Ja, aber. nehme ich mal meinen nächsten Charakter und das ist Pura aus Ruby. Ja, ich feiere Ruby mega hart und Pura ist an sich auch ein richtig, richtig cooler Charakter. Zu Pura kann man eigentlich nicht so viel sagen, außer sie ist halt extrem stark. Und sie hasst ihre Stärke eigentlich, deswegen verbirgt sie sie, nutzt sie halt heimlich, damit niemand weiß, was sie überhaupt kann. Und viele halten sie halt für extrem arrogant. Ist sie aber nicht. Das merkt man halt besonders bei Jean. Kann man halt wissen, wer Jean ist, wenn man den Anime nicht kennt, deswegen guckt euch Ruby an. Ja. Und sie ist an sich genial, besonders halt ihr Kampfstil. Halt vom Schwert zum Speer wechseln, dann zum Gewehr und dann mit dem Schild 1 voll auf die Omme. 95% der Fälle. Erinnert mich an diesen einen Spruch aus Galdagery Pleasant. Hilft Kopf abschlagen? Kopf abschlagen hilft, aber Kopf abschlagen hilft bei fast allem. Boah, ich. Ja, und dann noch halt die epische Food-Schlacht. Naja, die habe ich gesehen. Ja, dies. Ich hätte nie gedacht, dass man Baguettes auch noch so nutzen kann. Oder Würstchen. Ja, oder Wassermelonen. Oder Sellerie. Aber hat der. Bevor jetzt die offensichtlichen Anspielungen so offensichtlich werden, dass sie jemand ausspricht, gehen wir lieber Aber warte, weiter. eins muss ich noch fragen. War das Truthähne, Das muss denn. der sich um die Faust gemacht hat? Oh mein Ja. Gott. Was? Das war Truthähne. Fußhandfäuste. Ja. Okay, machen weiter. Artet das hier noch aus? Kevin, los. Ja. Mein nächster Charakter ist Trunks aus Dragon Ball Z. Und ja, was mir an Trunks gefällt, ist, dass er zum einen, obwohl er Vegetas Sohn ist, so total anders ist wie er und Als er. dass er. Pardon, danke. Als er und dass er einfach alles tut für sein
seine Ziele. Gut, das ist wieder eine Gemeinsamkeit mit seinem Vater, weil er halt unbedingt alle retten will und ja. Ich komme mal besser auf den Punkt. An Trunks gefällt mir. Sag einfach mal seine Art und Weise, wie er kämpft, gefällt mir, weil er verbindet den normalen Nahkampf mit dem Schwertkampf wirklich genial und ja, man merkt, dass mir da nicht wirklich so viel dazu einfällt. Ja, man merkt auch richtig, dass Trunks sozusagen einfach nur das Schwert so als ich sag jetzt mal, als Hilfe trägt. Er braucht das nicht wirklich, hat man ja gesehen. Er hat sogar King Cold extra sein Schwert gegeben, damit er sich das anschauen kann und hat ihn dann trotzdem fertig gemacht. Da fällt mir noch was ein. Und das Schwert, das hat er ja bekommen von Picon, das Pike, Film nein, gesehen ich glaube, der hieß Tapion. Nicht Picon, sorry. Tapion. Tapion, ja. Nicht mein Tag heute, nicht mein Tag. Ja, und was? Ich denke, dass das auch eher so in Ehren hält. Was irgendwie für mich, warte mal. Der Part mit Tapion und Hildegard spielt ja so nach oder vor der Buu-Saga. Ich glaube vor der Buu-Saga, ne? Oder nach? Ne, nach der Buu-Saga. Nach, ist das sowas halt schon drei. Ja, nach der Buu-Saga. Aber Kid Trunks bekommt das Schwert ja in der da. Aber genau. Dann, wenn er da das Schwert kriegt, kann er aber doch nicht in die Zukunft zurückreißen, um Cell zu besiegen, weil Cell ist vor. Das ist es mit Zeitparadox und das lassen wir jetzt lieber. Okay, das sitzen wir bis morgen noch hier. Wahrscheinlich. So. Dann bin ich wieder dran, oder? Ja. Ja. Gut. Dann wäre mein Charakter, der als nächstes dran ist, theoretisch etwas schwer zu benennen, weil sie keinen Namen hat. Schließlich aber einen bekam, und zwar Shana aus Shakugando Shana. Geh nicht. Das hast du heute schon häufiger gesagt, fällt mir auf. Sei ruhig. Ja. Wobei mir halt am besten die komplette Charakterentwicklung über die Serie hinweg gefällt, weil sie halt erstmal von eigentlich nur ein Gegenstand ist sie nicht, aber denkt sie, ist sie. Also ist jetzt, okay, das ist jetzt mit ein bisschen ethischen Moralvorstellungen hinterher, das würde ich jetzt nicht rumdiskutieren, vor allem, weil ich dann wieder in eine philosophische Grundsatzdiskussion mit mir selbst verfallen würde. Wurscht! Die halt die gesamte Charakterentwicklung, wie sich nach bei ihrem Charakter bildet. Ja, sehr. Generell, Shana ist einer meiner Lieblingscharaktere überhaupt. Generell, wer Shakugan no Shana nicht kennt, unbedingt angucken. Und dann gibt's einen tollen Funfact am Rande. Ja, ich hatte mal eine Diskussion mit meinem Philo-Lehrer über diesen Anime-Charakter. Mit dem Philo-Lehrer. Ja, ob dieser Charakter jetzt eine Person oder ein Gegenstand ist. Und was habt ihr am Ende rausphilosophiert? Sie ist ein Gegenstand mit einer Persönlichkeit. Ah, so hast du Excalibur. Nein. Excalibur ist ja auch eine Waffe. Das ist eine völlig andere Ebene. Okay, Excalibur ist nämlich... Ja. Die Diskussion ging auch ziemlich lange und war extrem komplex. Ja. Ja. Okay, dann... Nächster Charakter, bitte. Ja. Ich glaube, wir sind heute nicht sehr gesprächig. Könnte bestimmt nicht daran liegen, dass es gerade 1:30 Uhr nachts und wir alle zu wenig Schlaf hatten. Ich habe genug geschlafen. Ja, aber du kennst keine Anime, du kannst nicht mitreden. Halt die Klappe. Du auch nicht. Ja, okay. Dann okay. Kommen wir zu meinem nächsten Charakter, wo eigentlich unser Herr Marker auch nicht mitreden kann. Und zwar Ersa Scarlet, ja. Ja, was mir an Ersa gefällt. Erstmal, sie hat eigentlich für jede Situation ein Schwerter und Rüstungen. Was weiß ich, ist dein Gegner gegen Feuer sehr anfällig, nimmt sie ein Feuerschwert. Ist er gegen Eis sehr anfällig, nimmt sie ein Eisschwert. Sie ist sehr... Sie hat für jede Situation ein Schwerter. Nein, ein Schwert. Was hat das nicht eine Waffe. Sie hat für jede Situation ein Schwert. Was könnte ich mich an dem Satz stören? Ach was, lass mich, es ist 1 Uhr morgens. Ja, tut mir leid. 30, aber ja. Nein, von daher lass mich. Sie hat für jede Situation halt ein Schwert, besser. Und eine spezifische Rüstung, die sie halt immer
sehr fix wechseln kann. Einfach, ja, es ist halt Exquip-Magie, das müsstest du jetzt den Anime schauen, um das zu verstehen. Ja, Rüstungsmagie. Rüstungsmagie. Und halt, sie hat auch so richtig coole Persönlichkeiten. Nuts und Gray haben Schiss vor ihr, weil sie ein Esma, weil sie einfach, sie haben einfach voll Angst vor der, obwohl sie an sich sehr liebenswert ist, weil sie wie Elle einfach nur Kuchen mag und Süßigkeiten. Und wenn. Ja, aber nimmt man den Kuchen Na, weg, dann wird sie zu dann. Bestie und sollte schnell wegrennen. Da kann man nicht mehr Ich wegrennen. schwör's dir. Vor allem, wie sie die ganze Gilde aufgemischt hat, nur weil jemand ihren Erdbeerkuchen fallen gelassen hat. Also, wenn man mal auf einer Anime-Con ist und eine Ersa Scarlet Cosplayerin sieht, bietet ihr Kuchen an und schmeißt ihn dann auf den Boden und rennt dann weg. Vor allem hat sie auch eine. Vor allem ihre Vergangenheit ist auch sehr tragisch, finde ich. Also, es war so: kein Kind sollte so eine Kindheit gehabt haben. Ja, kein Kind sollte überhaupt eine Kindheit haben aus Fairy Tale. Ja. Aus Ist Alolis so, die Kindheit. war. Nee, ihre Mutter ist gestorben. Wow. Ich hoffe, das ist das Minimalste. Okay, selbst Lucys Kindheit, ich will nicht mehr das nochmal so recht überlege. Ich schwöre, was hatten die alle für eine Kindheit? Hat keiner eine normale Kindheit gehabt in Fairy Tale? Ja, das wären ja kein Magier. Ja, okay. Ich glaube, wir Nächster schweifen. Charakter. Nächster Ja, Charakter. Marco ist schon richtig Ja. sauer, Ja, der nächste Charakter ist Mikasa Ackermann aus Shingeki Warum Mikasa? Erstens, weil Badass, zweitens, eine andere Begründung braucht man wohl bei ihr nicht. Er hat hier einfach Skill. Ja, einfach Skill. Wie die da einfach mal durchfetzt und Titans dann tötet und Auch, generell. obwohl ich Shingeki no Kyojin abgebrochen habe, ist Mika eine der Charakter, die mir am meisten gefallen haben in dem Anime. Ich habe jetzt die Wahl noch nicht gesehen und ja, da kommt auch, glaube ich, kein anderer relevanter mehr. Glaube ich zumindest. Aber Levi wird es eher sein, wenn du siehst, dass du am Anfang denkst, das ist ein richtiges Ja. Arschloch. Ja, Weil obwohl. er wirkt alles andere als sympathisch auf den ersten Blick, so viel kann man schon mal sagen. Ja, Levi ist ein bisschen komisch und Mikasa ist Er ist zwar eigen. auch. Mikasa ist zwar ziemlich abweisend, aber. Sie ist nett. Ja, sie hat, glaube ich, auch nicht so sonderlich Selbstbewusstsein, beziehungsweise. Wieso verdammt traut sie sich nicht einfach ihre Liebe zu gestehen? Weil ich mein Bester, was ist es ziemlich offensichtlich. Ja, das ist ziemlich offensichtlich und nein, wer weiß es ausgerechnet? Nicht Ehren. Was? Richtig. Ist doch obvious, sowas ist normal. Das ist so richtig typisch. Also wenn man zum. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch wenn es so abweisend ist, zu Ehrenarmen und allgemein zu den näheren Freunden, Ist doch immer so, dass absolut alle bemerken, dass es da knistert, außer dem einen, der es merken sollte. Stats! Naruto. Ah ja. Ach, Naruto ist eh nicht gerade der hellste Stern, also das hellste Licht. Ja, nächster Charakter zu Naruto kommen wir noch. Das hellste im Moment, Ja. ja. Namentlich jetzt, nehme ich an. Wer du bist, ja. Oder? Da wir Jo, es wer gerade bin? von Naruto hatten, mein Lieblingsschwertkämpfer ist Sasuke. Er mag vielleicht arrogant sein und ja, er ist sehr, sehr dickköpfig, sagen wir es mal so, aber mir gefällt an ihm trotzdem seine Art, er ist kühl, na gut, kalkulieren kann man es nicht sagen, das ist emotional, aber mir gefällt einfach auch sein Ehrgeiz und am Ende, Achtung, nein, Na, zumindest ist es das für mich relativ bekannt ist. und er kommt dann ja wieder zurück und einfach die Aktionen, die er bringt und im Kampf und dass er wieder mit den anderen zusammenkommt und die Aktion mit den Hokage, dass er denen die Wahl gibt, dass die entscheiden. Hallo, Die hallo. Aktion mit den Hokages. Die Aktion mit den Hokages. Die Aktion mit den Hokages. Dabei Okay, belassen wir es ja, mal. ich wollte da nichts weiter sagen. Ich wollte da nichts weiter sagen. Nur, dass er halt einfach am Ende so wirklich kalkulierendes und einfach den typischen Sasuke raushängen lässt, dass das mehr an ihm gefällt. Und er ist ein extrem guter Kämpfer und weiß, was er tut. Ja, ich glaube jetzt bis. Obwohl. Weiß,
Wasser tut nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ich beziehe mich gerade auf das, was ich am Ende angesprochen habe. Ja, okay. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran, oder? Ja. Gut, dann würde ich meine Zeit folgen, dass ich wieder der Tradition folge und meinen letzten Charakter einnehme, den garantiert wieder keiner auf dem Schirm hat. Und zwar einer meiner aktuellen Lieblingsmangas, und da er bald als Anime umgesetzt wird im nächsten Monat, der ich das ja auch ruhig nehme, ist somit mein letzter Charakter Zentrea aus dem Monstermädchen. Das war irgendwie klar. Ja, Hammer, ey, wer ist das? der wahrscheinlich genialste Charakter, den ein Centaur in irgendeiner Geschichte jemals hatte. Ein Centaur? Eine Centaurin, um genau zu sein. Ja, ich meine, der gesamte Charakter von Cetria ist einfach nur so ist von vorne bis hinten so genial, von ihrer mittelalterlichen Theatralik mal abgesehen. Man kann das einfach nicht beschreiben, man muss diesen Manga gelesen haben. Und auch so widersprüchlich, wie die sich verhält. Ich hoffe, der Anime wird gut und nicht sowas wie sagt. Oder Elfenlied. Oh, bitte! Bleibt abzuwarten, wir werden es ja dann sehen. Bitte versaut diesen Anime nicht, sag ich nur. Was ist das? Tokyo Pop, oder? Ich glaube ja. Ja. Aber ich weiß nicht, welcher Anime-Publisher das lizenziert hat. Die Leute, die Elfenlied gemacht haben. Ja, beziehungsweise ob er überhaupt lizenziert. Es gibt einen Unterschied zwischen Publisher und Produzent. Ja. Ist Publisher eigentlich nicht für das Dings gedacht? Für das Marketing und alles? Also, egal. Gehen wir mal über, wenn du nichts mehr zu sagen hast und ihr keine Einwände mehr habt. Komme ich zum vermutlich coolsten Schwertkämpfer eigentlich in einem Anime, ja? Eure Plätze sind alle irrelevant. Das werde ich mit meinen Garantien widersprechen. One Piece ist schon draußen und Zoro wurde nicht genannt. Spaß. Nein, das ist jetzt an sich Sache. Wobei, Meinung ist subjektiv. Ich finde es sehr interessant, dass du von allen One Piece Schwertkämpfern ausgerechnet Falkenauge gesagt hast. Falkenauge ist doch voll cool. Ja, er ist voll cool. Es gibt drei, die definitiv cooler sind als Falkenauge. Außer jetzt Shanks und Zoro. Immer noch, Meinungen sind subjektiv. Und zwar, meiner ist Aranka Nummer 4, und zwar Ulikyora. Ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der so badass auf so eine, so badass und so aggressiv ist. Also, er ist innerlich so, meiner Meinung nach, so durch. Jedoch ist er die Ruhe selbst äußerlich. Weil, außerdem ist er der viertstärkste Aranka von den 10. Eigentlich ist Yami der Stärkste, weil Aranka Nummer 0 ist, aber dieser Fettsack ist nicht mal, ist gar nichts wert, der ist voll der Hurensohn. ich weiß, ihr müsst den Anime gucken, dann versteht ihr das. Außerdem ist, glaube ich, Ulikyo ja der Einzige, der seine Segunda Etapa Form hat, also die zweite Form, womit der eigentlich Ichigo, obwohl er in seiner Vassalorde Form war, eigentlich locker besiegen hätte können, aber er hat halt nie seine, glaube ich, nie seine volle Kraft eingesetzt und ich weiß nicht, allein schon, Ulikyoya sagt so, ey, jetzt passt auf, Ichigo, weil er hat mich gut im Auge, Ichigo bewegt sich kein Stück, schaut ihn so die ganze Zeit an, und dann plötzlich, Ichigo wird aufgeschlitzt und der steht hinter ihm. Und einmal so, da dachte ich mir schon so, oh shit, der ist mega cool. Aber, wer auch noch eine Erwähnung verdient hat, ist natürlich unser guter alter Grimmjow, der, obwohl er ein aggressives Auftreten hat, wahrscheinlich der netteste der ganzen Arankas ist. Aber der sechsstärkste. So. Ulikyora. Also ich persönlich würde ja mal Anime unabhängig als den größten Badass-Schwertkämpfer immer noch Auron aus Final Fantasy X bezeichnen. Hey, wirst du sehen, wenn du Bleach mal angesehen hast. Ich kenne Bleach genug, um zu wissen, dass keiner von denen toppen kann, dass Auron aufs Hin geritten ist. Ja. Okay. Das. Egal, jetzt. Jetzt komme ich so zu den wahrscheinlich epischsten Schwertkämpfern und alle wundern sich dieses Video, dieses Video jetzt wahrscheinlich gucken, dass diese Person erst jetzt kommt, aber ja, es ist einfach so, einfach, weil es so ist, nämlich Kirito. Weil einfach ist. Genau. A.K.A. Kasutu Kirigaya. Ja, oder der Kerl. Was? Der Kerl nutzt jetzt auf einmal zwei Schwerter, was für ein Cheater. Wow, zwei Schwerter, einzigartig. Okay, mach weiter. Kirito ist erstens verdammt stark, nicht der stärkste Schwertkämpfer, dazu komme ich gleich noch.
Und seine Persönlichkeit finde ich einfach nur mega awesome. Kirito ist halt Gamer durch und durch. Und er würde wahrscheinlich 24/7 bleiben, wenn er könnte. Oder wenn er nicht von einem Programm. Und er nicht essen müsste. Ich würde da mal das Wenn könnte rauslassen und darauf hinweisen, dass er es so durchaus 2 Jahre lang konnte und getan hat. Ja. Wenn er es könnte, ohne dass er dann nach einer Zeit ins Krankenhaus müsste. Das ist was anderes. Ja, das meinte ich ja auch. Und an sich, Kirito kämpft niemals mit seiner vollen Stärke, außer er hat halt den dementsprechenden Anreiz, hat man ja bei den lieben Golem schon gesehen und halt bei Heathcliff, ja, das Negativbeispiel, wenn er mal überhaupt keine Lust hat zu kämpfen. Das ganze Spruch war immer noch bei Yuki aka Second. Du hast dich aber nicht zurückgehalten, nur weil das ein Mädchen ist. Nein, so ab der Hälfte nicht mehr. Ja, und selbst als beim Turnier, wo Kirito mal Vollgas gegeben hat, mit 2 Schwertern, und er nutzt dabei Excalibur. Excalibur. Ja. Ja. Sorry, hat er trotzdem gegen Yuki keine Schnitte gehabt. Am lustigsten würde ich es finden, wenn die irgendwie durch den Boden glitschen und dann einfach sterben im Spiel. Aber wo wir gerade bei Yuki sind, muss ich auch mal sagen, Achtung, Spoiler, wer die 2. Staffel SAO noch nicht gesehen hat und vorhat, sie zu sehen, hört jetzt weg, dass... Muss ich wirklich mal dazu sagen, dass Yukis Tod einer der bewegendsten Momente im Anime ever ist. Ja, selbst wenn sie nur halt... Wie viele Folgen hatte sie insgesamt? 3. Vier Folgen und dann ist sie ein so ans Herz gewachsen. Das ist einfach großartiges Storytelling. Ja, da muss man echt sich zusammenreißen, als sie stirbt. Also ich sage dazu am besten nichts, weil ich möchte hier niemanden spoilern. Ich werde dafür dann mega gehasst wahrscheinlich. Aber wartet einfach nur ab. Ja, gibt's noch was zu sagen? Ja. Klammer auf, das bezieht sich jetzt auf die Folgen SAO, die es noch nicht gibt und die kommen werden. Genau, wer die ganzen Light Novels das gelesen hat, niemand. Der weiß schon, was passiert. Und wer Excel World kennt. Da passiert nämlich noch heftig viel. Du wirst an ja. Mir. Das hat ja eh jeder Spaß. Gut, sind wir dann durch? Hat noch Kevin? Bei mir. Mein letzter Charakter ist Inuyasha aus der gleichnamigen Serie. Der Grund folgender. Inuyasha ist typisch, wie bei vielen Animes, der Hauptcharakter, der mal absolut nichts rafft. Also absolut nichts rafft. Stimmt. Zongo. Ja, eben. Er kapiert in den einfachsten Situationen nicht, was los ist. Wenn er dann Koga gegenübersteht, ist das jetzt, dann dreht er völlig am Rad. Und trotzdem kapiert er nicht einmal, dass es Leute verletzt, wenn er Instant-Nudeln 1000-mal besser findet, als was Kaugummi gekocht hat zum Beispiel. Allein diese Situation, wobei er immer selber schuld ist, sich aber aufregt und wundert, was los ist, der Humor in der Serie... Der hat einfach von vorne bis hinten keine Peilung, der Typ. Allein durch ihn hat die Serie so viel Humor, dass allein das schon für mich ein Grund wäre, sie anzuschauen und... auch als Schwertkämpfer, weil darum geht es ja jetzt eigentlich. Die Techniken, die er beherrscht, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, weil wahrscheinlich es einige gibt, die nicht so viel gesehen haben, aber die Techniken sind speziell und was er damit einfach anrichten kann. Nehmen wir zum Beispiel mal das Kaisen und Kiso, die Windnarbe, damit kann er einfach mal kurz 100 Dämonen auf einen Streich töten oder das Bakuruya, mit dem er einfach... Windnarbe heißt das im Anime? Ja. Keine Kommentare. Also ich persönlich mag Wunde des Windes ja wesentlich mehr. Ich bevorzuge dann den japanischen Namen, wie gesagt. Oder das Bakuruya, mit dem er einfach mal kurz die Aura, die dämonische Aura des Gegners, sagen wir so, gegen ihn wendet, indem er seine eigene mit ihm kämpfen lässt und damit auch Dämonen besiegt, die eigentlich, wenn man denkt, viel stärker ist. Das zeigt eigentlich seine Entschlossenheit, seine Kraft und das Potenzial, das er hat. Und er hat richtig drauf, kampftechnisch wohl gesehen. Und ja, das war es eigentlich jetzt schon, sonst wird es noch eine ziemlich lange
wäre ein ziemlich langer Monolog von mir. Gut, dann zum Schluss ist noch eine Kleinigkeit aus der Kategorie völlig random, hat nichts mit dem Thema zu tun, will ich jetzt ja, aber bringen. Sollte allerdings vielleicht die aus YouTube hören, jetzt auch voll Lautstärke stellen, ist nämlich ziemlich leise. The turn is yours. Ah, was soll das? Ich weiß nicht. Das muss nicht sein, oder? Du kennst doch diese Klammern, wenn man Papiere zusammenheften will, ohne sie zu lochen. Das passiert, wenn man eine zu und das andere reinpustet. Wieso machst du das? Das hat er der letzten auch schon gemacht. Marco. Hat sein müssen. Ach, na gut, ja, das Video ist sowieso alle. Okay, mal eine Frage. Sollen wir das schon ansprechen, was wir momentan planen? Nein. Oder? Nein. Jeff? Nein. Bist du, ey? Was bist du für einer? Egal. Hätte man was mit den Kommentaren machen können? Werden wir schon über... Wir sind... Pardon, erzähl weiter. Wenn wir das mit den Kommentaren machen, hätten wir uns die letzten zwei Stunden sparen können. Nein, ich meine... Warte, ich schreib's. Jetzt kommt ein TS-Sound, das ist unfair. Ich schreibe ihn privat. Nein, schreib's mir, dann kommt kein Sound. Was ich noch sagen wollte, abschließend. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, zeigt es, indem ihr eure... 5 Lieblings-Anime-Charaktere, Schwertkämpfer, 4. Einfach meine 4. Schreibt uns eure 4 Charaktere, Schwertkämpfer, in die Kommentare. Bewertet das Video, ist mir scheißegal wie, aber bewertet es. und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Wir sollen auch noch Ciao sagen. Ciao.